Für eine Reise muss man nicht das Haus verlassen. Die fantastischsten Reisen sind die im eigenen Kopf. Rätselhafte Leuchtturmwärter und robuste Küstengnome, Orkanwindmühlen und eine Stadt ohne Türen, gespenstische Nebelheimer und vierarmige Molchlinge, lebende Tätowierungen und musikalische Humdudel, hypnotische Landkarten und aufdringliche Strandlöper, sprechende Grabmale und Paparazzi-Muscheln, virtuose Kraken, Fieker und monströse Frostfratten, schaurige Wolkenspinnen, gefräßige Belfigatoren, bizarre Naturphänomene und der gefährlichste Dämon aus der Tiefe des Zamonischen Meeres, das sagenumwobene Quaquapper und 111 Leuchttürme, die in der Nacht strahlen und funkeln wie 1000. Die Insel der 1000 Leuchttürme. Der neue große Zamonien-Roman von Walter Moers.